Mehmet U. ist das erste Opfer des NSU. Vor dem Landtag versammeln sich am Mittag seine Unterstützer. Zum ersten Mal nach dem Anschlag auf ihn kann er heute öffentlich als Zeuge aussagen. Darauf hat er 23 Jahre lang gewartet. Die Anerkennung auf jeden Fall, was passiert ist für mich persönlich, was ich gelitten habe und getan habe bis jetzt, dass ich das mal auch mal anerkenne und dass es dann wirklich also, ja, wahrgenommen wird, mein Fall. 23. Juni 1999. Mehmet O. findet auf der Toilette seiner Gaststätte in Nürnberg eine Taschenlampe. Als er sie einschaltet, detoniert die getarnte Rohrbombe. Nur durch Glück überlebt er den Anschlag. Die Polizei ermittelt in seinem Umfeld. Mehmet O. fühlt sich stigmatisiert, hat Angst, auf die Straße zu gehen. Erst 2013 stellt einer der Angeklagten im NSU-Prozess die Verbindung her. Der Bombenanschlag war die erste Tat des NSU. Hätte das NSU-Kerntrio nach dem Anschlag schon gefasst werden können? Eine der vielen Fragen, die sich Mehmet O. bis heute stellt. Wenn die meinen Fall oder meinen Anschlag richtig ermittelt hätten, das sagen wir immer, das hat auch mein Anwalt, der Herr Schandl, gesagt, dann wären vielleicht, könnte die Morde, was da danach passiert ist, verhindert werden können. Noch heute leidet Mehmet U. unter den Folgen des Anschlags, musste seine Heimatstadt Nürnberg verlassen, verlor seine Arbeit und seine Freunde. Vom Untersuchungsausschuss erhofft er sich Aufklärung und endlich Anerkennung als Opfer.